Ein extrem wichtiger Teil beim Sprint Review Meeting ist Ihre Demo. Da können Sie sehr viel Schaden anrichten oder sehr viel Begeisterung hervorrufen. Also das ist wirklich ein kritischer Faktor. Beispiel: Wie können Sie Schaden anrichten? Indem Sie einfach überall Riddle-Brimpf- und Kuvert-Daten eintragen und dem Kunden somit signalisieren, dass Ihnen die Fachlichkeit eigentlich Schnurz ist. Das heißt, ein Ratschlag wäre: Arbeiten Sie mit fachlich plausiblen Daten in der Demo. Zweites Problem, was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie es einfach unstrukturiert irgendwelchen Quatsch zeigen. Also irgendwie sagen: Kunde, was willst denn du so sehen? Sag mal, was du gerne sehen willst. Auch das ist sicherlich ein katastrophaler Fehler. Was Sie eigentlich machen müssen, ist, Sie müssen eine Story erzählen, Sie müssen eine Geschichte erzählen. Notfalls führen Sie ein Theaterstück auf. Aber Sie müssen etwas derart darstellen, dass der Kunde versteht, warum Ihre Software sein Problem löst. Also Demo extrem wichtiger Bestandteil und deswegen kümmern wir uns hier nochmal in einem gesonderten Video um dieses Thema. So, wenn die Demo im Zentrum steht, dann müssen wir uns damit natürlich besondere Mühe geben. Also meistens hören die Scrum-Bücher an dieser Stelle auf. Da fängt das Problem vielleicht nicht mehr bei uns mit Studierenden, aber erst an. Also wenn Sie eine Demo geben, achten Sie zwingend darauf, dass Sie sinnvolle Demo-Daten in Ihrem System drin haben. Mir ist das schon so oft passiert, auch als ich selber noch gearbeitet habe, dass ich irgendwelche Riddle-Brimpf-Kuvert-Daten in die Datenbank getan hatte. Da haben wir eine Demo gegeben und der Kunde war maßlos enttäuscht oder sie hatten plötzlich Fachdiskussionen. Also mir ist es bei BMW einmal passiert, da hatte ich Riddle-Brimpf als Motorbauvariante reingeschrieben und da haben die Fachabteiler ernsthaft sicher eine Viertelstunde diskutiert, ob es so eine Motorbauvariante gibt. Also da ist die Diskussion eine völlig andere Ecke gekommen. Also fachlich sinnvolle Daten. Sagt, wenn alles bei Ihnen Test 1 bis Test N heißt, wirkt das auch lieblos und hingeferkelt. Und also geben Sie sich Mühe, denn wichtig ist ja, dass bei der Demo alle Stakeholder sich vorstellen können, was sie fachlich mit dem System tun. Und da fehlt häufig das Abstraktionsvermögen, dass ein Kunde ja auch Riddle-Brimpf oder Kuvert heißen darf. Dann brauchen Sie einen Fahrplan für die Demo. Überlegen Sie sich eine Dramaturgie, also wie so ein Hollywood-Film, nicht? Also was wollen Sie als erstes zeigen, damit Sie mit den Stakeholdern und den Leuten, die da sind, zusammen den gewünschten Effekt erzielen? Wollen Sie, dass die begeistert sind? Dann kommen vielleicht die coolen Features am Anfang oder ganz am Ende, sodass Sie sozusagen so einen dramatischen Verlauf haben und die coolen Features an die Stellen tun, die Leute am meisten, am besten erinnern. In welcher Reihenfolge zeigen Sie die Anforderungen? Welche Daten wollen Sie zeigen? An welchen Beispielen machen Sie die Sachen deutlich, die Sie zeigen wollen? Also das muss er sich vorher überlegen. Das geht ad hoc nicht. Also wenn ich sowas ad hoc mache, geht es bei mir immer schief. Dann sollten Sie eine Kostümprobe machen. Also das heißt, spielen Sie wirklich diese Demo vorher durch. Machen viele auch nicht. Uns ist das so oft beim Kunden passiert, dass die Studenten vorne standen und dann haben sie ein tolles Feature demonstrieren wollen und mittendrin gab es Berechnungsfehler oder die Software ist abgestürzt. Also es gab so dieses klassische Murphy's Law hat dann zugeschlagen. Das kann man mal machen, darf aber nicht so oft passieren. Man kann das manchmal mit einem Lächeln oder einem Joke überspielen. Aber wenn das mehr als einmal passiert, wirkt es unprofessionell. Also machen Sie eine Kostümprobe, spielen Sie das Zeug vorher durch, also dass Sie sicher sind, dass es funktioniert. Wenn Sie eine physische Demo machen, also physisch heißt, Sie sind in demselben Raum wie die Leute, denen Sie eine Demo geben, kann man noch unterscheiden, müssen Sie zum Kunden hin. Hier ist es ganz wichtig, dass Sie die Anreise klären, ne? Also Sie haben häufig ja Staus und die Anreise kostet Zeit. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen nach Burghausen rausgucken. Das sind ungefähr 1,5 Autostunden mit allen möglichen Landstraßen dazwischen, wo irgendwas passiert sein kann. Also sollten Sie genug Puffer eingeplant haben. Und jeder sollte eine Chance haben, auch dahin zu kommen. Hat ja nicht jeder ein Auto. Zweiter Punkt: Sie sollten nicht so teufelweise beim Kunden erscheinen, sondern treffen sich als Team irgendwo vorher auf dem Parkplatz oder in einem Café und treten Sie dann gemeinsam beim Kunden auf. Das wirkt professioneller. Vielleicht müssen Sie einen Personalausweis dabei haben. Falls Sie beim Werkschutz vorbei müssen, muss man ab und an einen Personalausweis abgeben. Also den sollten Sie eigentlich immer dabei haben. Gerade wenn Sie zu Konzernen gehen, wie BMW oder wie der Wacker Chemie oder zu Siltronic. Vielleicht gibt es eine Kleidervorschrift. Also stellen Sie sich vor, alle Leute, mit denen Sie es zu tun haben, haben alle einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte und ein weißes Hemd an. Und Sie kommen mit einem Iron Maiden T-Shirt da an. Als Student haben Sie noch eine gewisse Narrenfreiheit. Da dürfen Sie es quasi. Ist zwar, ja, da haben Sie noch die Narrenfreiheit, würde ich jetzt mal sagen. Ich laufe jetzt auch nicht in meinem schwarzen Anzug rum. Wenn der Kunde für Sie 1000 Euro pro Tag bezahlt, sollten Sie ihm tatsächlich was fürs Auge bieten. Und wenn der im Anzug auftaucht, sollten Sie auch einen Anzug anhaben. Also Sie sollten mindestens so aufgebrezelt sein wie der Kunde.
Uns ist es ein paar Mal passiert, dass dann unser Ansprechpartner sehr hochkarätige Leute eingeladen hatte. Also wir hatten bei einem Consulting-Unternehmen mal wirklich den CIO da. Oder wir hatten bei einem Werk, die was produzieren, den Werksleiter plötzlich dabei. Und wir kannten den vorher nicht. Wir waren nicht informiert, dass der dabei ist. Und natürlich hat so ein Werksleiter oder so ein CIO, der gibt ja das Geld aus. Das heißt, das ist ein besonders wichtiger Mensch für sie. Gerade den darf man nicht enttäuschen. Und dann wäre es natürlich wichtig zu wissen, welche Erwartung hatte er oder sie. Also das hilft Ihnen bei der Vorbereitung, wenn Sie genau wissen, wer dabei ist und welche. So, wenn Sie bei Ihnen selber in Ihrer Firma oder bei uns an der FH eine Demo geben, falls das mal wieder möglich sein sollte, ne, haben Sie einen angemessenen Raum dafür. Also der Raum sollte ruhig sein, er sollte klein genug sein, aber auch nicht zu klein. Also eine Riesenhalle macht keinen Sinn, weil das hier, das wirkt verloren, und zu klein darf es auch nicht sein, weil es dann einfach zu eng wird und sich keiner mehr bewegen kann. Wenn Sie in der Firma sind, müssen Sie dem Empfang sicher Bescheid sagen. Das gibt es ja Standardprozesse. Haben Sie die Bewirtung geklärt? Also selbst wenn das Meeting nur 2 Stunden dauert, viele erwarten, dass sie einen Kaffee kriegen oder ein Wasser angeboten bekommen. An der FH unkritisch, Sie sind Studenten. In der Firma sollten Sie Zugriff auf eine Kaffeemaschine und auf einen Teeautomaten haben. Wie gesagt, als Student unkritisch, aber wie gesagt, in der Firma ist das durchaus wichtig. Manche sind ja schlecht drauf, wenn sie keinen Kaffee kriegen. Haben Sie die Technik getestet? Geht der Beamer? Haben Sie Zugriff auf das Telefon? Wenn Sie so eine Video noch irgendjemand per Videokonferenz einbinden müssen, haben Sie da den Zugriff auf die Software? Das ist uns so oft passiert, dass dann plötzlich die Konferenzsoftware nicht wollte oder dass das Mikrofon aus war oder sowas oder dass der Beamer nicht da war oder dass Sie das Adapterkabel vergessen hatten. Also Sie haben Mac und das Ding hat einen HDMI-Anschluss und plötzlich fehlt Ihnen der Adapter HDMI zu Mac. Oder Sie haben einen alten VGA-Beamer und Sie haben keinen Adapter zwischen HDMI und VGA dabei. Also da passieren, gesagt, auf solche Eventualitäten sollen Sie vorbereitet sein. Deswegen ist es wichtig, das in dem Meetingraum, den Demoraum zu testen vorweg. Dann mal sollten Sie auch technisch eine Kostümprobe machen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Demo mit Ihrem Smartphone geben, vielleicht brauchen Sie ein Anschlusskabel von Smartphone an Laptop, der am Beamer hängt. Oder Sie zeigen eine Oculus Quest oder eine HoloLens oder so. Auch da brauchen Sie vielleicht ein Kabel, um darzustellen, dass man das Display von dem Ding auf den Laptop umleitet, dass die anderen auch was sehen. Also Kabel bis hin zum Laptop-Ladekabel, weil der Akku nicht lang genug reicht. Sie sollten den Laptop am Beamer getestet haben. Häufig aus irgendwelchen Gründen braucht man dann, verliert man dann 10 Minuten, bis man den Knopf gefunden hat, um das Display an- und auszuschalten. Oder Ihr Laptop kommt mit dem Beamer nicht klar. Also auch das sollte man testen. Audio und Video ist bei uns so häufig schiefgegangen, dass der plötzlich das statt dem Video ein schwarzer Kasten zu sehen war oder das Audiosignal nicht zu hören war. Auch das sollte man vorher testen. Wenn Sie Internet brauchen, auch das ist ja so, wenn Sie gerade bei einer Firma Demo geben, haben Sie eventuell keine Chance, ins Intranet zu kommen. Wenn Sie ein bisschen Glück haben, haben Sie in dem Raum Handyempfang. Also wenn das Mo Gebäude nicht zu modern ist, haben die noch keine diese metallbedampften Fenster. Da kommen Sie vielleicht mit dem Handy-Hotspot noch weiter. Wenn Sie kein Internet haben oder nicht sicher sind, dann müssen Sie auf jeden Fall mit dem Fallback arbeiten. Und zwar würde ich einen Screencast machen, dass Sie, selbst wenn Sie gar keinen Zugriff auf gar nichts haben, trotzdem was zeigen können. Für die Vorbereitung, wenn Sie, also was wir jetzt ja wahrscheinlich machen müssen, ist, dass wir es irgendwie über eine Screencasting-Software machen. Ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 inzwischen auf dem Laptop drauf. WebEx, TrueConf, Zoom, viele arbeiten mit Teams und so weiter. Ich gehe auch gar nicht auf die speziellen Eigenschaften ein. Ich arbeite mich da selber erst ein. Aber das müssen Sie einmal testen und gucken, ob das alles so funktioniert. Zum Beispiel spinnen die Webcams ab und an gerne mal oder das Mikrofon klingt fürchterlich. Wenn Sie zu Hause hocken oder irgendwie in der nordwestostbayerischen Pampa, schauen Sie, dass Sie Übertragungsrate sicher haben. Also wenn Sie der Hauptdemonstrator sind und Sie sitzen da, haben keinen festen Internetanschluss, sondern dass die Bits tröpfeln per UMTS aus ihrem Äther, sollte vielleicht jemand anders die Demo geben. Also Sie brauchen eine sichere, verfügbare Bandbreite, dass Sie die ganze Zeit einigermaßen verlustfrei zu hören sind. Und im Zweifelsfall brauchen Sie vielleicht ein Telefon, also sprich auch die Telefonnummern von allen, dass Sie notfalls das Audiosignal per Telefon machen können, also dass Sie einfach jemanden anrufen. Wenn Sie also Punkte machen wollen, brauchen Sie ein gutes Mikrofon. Das, also meistens sind die Laptop-Mikrofone eher so ein bisschen lausig und Ihre Stimme klingt doof. Wenn Sie sich ein paar Euros für so ein Ansteckmikrofon ausgeben oder für so ein Standmikrofon, das ist gut.
Ich habe jetzt in vielen Meetings schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen Umhängemikrofonen, weil das Mikrofon häufig verrutscht und dann kann man sie dann doch wieder nicht hören und sie merken nicht, dass man sie nicht hört. Also lieber ein Standmikrofon oder irgendwas fest installiert ist, sodass sie sich halbwegs bewegen können. Webcam, ganz beliebt. Also wenn Sie Ihr Konterfei mit übertragen, was Sie wahrscheinlich nicht tun werden, aber falls Sie doch auf die Idee kämen. Also achten Sie auf eine Sache, dass Sie angemessen gekleidet sind. Achten Sie auf einen gescheiten Hintergrund. Also es sollte nicht den Eindruck erwecken, dass Sie das aus Ihrer Besenkammer machen, das Meeting. Also vielleicht einfach eine weiße Wand. Ich habe jetzt hier einfach so ein Tuch hinter mir aufgehängt, dass man jetzt meinen unaufgeräumten Bücherschrank nicht sieht. Also sorgen Sie für irgendwas Vernünftiges im Hintergrund. Genau. Und wie gesagt, falls Sie mal sehen wollen, was schief geht, ich habe, wenn Sie einfach auf YouTube mal nach Videokonferenz-Fails suchen, da finden Sie unendlich viele Beispiele inzwischen. Beim Mikrofon, auch da sollten Sie darauf achten, dass das immer, wenn Sie nichts zu sagen haben, das ist eher für die Durchführung, schalten Sie das Ding stumm. Ich habe hier jetzt gerade bei ganz vielen Videokonferenzen hatten alle ihr Mikro noch an und dann hat sich einer geräuspert und beim anderen ist die Katze über die Tastatur gelaufen und bei noch wem, der hat dann irgendwie gerülpst oder sowas. Und Sie haben also ständig Störgeräusche drin, die auch sehr stark verstärkt werden, gerade bei den Mikrofonen, die sozusagen schallaktiviert sind. Also schauen Sie, dass Sie wirklich aktiv mit dem Stummschalten umgehen. Also das geht zumindest bei den Zooms, Webexen und TrueConfen dieser Welt. Sie sagt auch noch, da sollten Sie eine Kostümprobe machen. Auch da haben wir schon sehr viel Zeit verloren, weil die doofe Software nicht ging. Und wir dann zwei, drei verschiedene Webkonferenz-Tools ausprobieren mussten. So, wenn wir jetzt die Demo machen, wie gesagt, jetzt machen wir mal die Durchführung. Was kann man machen, um so einen Fahrplan zu kriegen? Naja, Sie haben zu jeder User Story Akzeptanzkriterien und die kann man so aufbereiten, dass das im Grunde schon so ein Demo-Fahrplan ist. Also das ist ganz angemessen zur Demo. Also das heißt, Sie können versuchen, mit Hilfe dieser Demo und dieser Story, die schon in Akzeptanzkriterien drin steckt, eine ganze Geschichte zu erzählen. Also meine Kundenjourney von der Anmeldung in Ihrem super tollen System bis zur Erledigung des spektakulären Problems. Und dann zeigen Sie Schritt für Schritt, wie das gemacht wird. Und entlang dieser Geschichte zeigen Sie, dass die Anforderungen korrekt umgesetzt sind. Also setzen Sie die Anforderungen in einen gewissen Zusammenhang, so dass das sozusagen nicht so isoliert ist und Sie einfach eine Liste abraten. Sie machen meistens ja auch Sprints mit einem definierten Sprintziel und da ist eh schon ein bisschen dafür gesorgt, dass die Anforderungen, die Sie umgesetzt haben, unter einer gemeinsamen Überschrift laufen. Sagt hier ein Beispiel: Sie können die Anforderungen im Product Backlog beispielsweise so formulieren, das ist aus einem anderen Foliensatz herausgeklaut. Nehmen wir an, Sie haben die Anforderung: Als Kunde will ich eine Zutat zu einer Pizza hinzufügen bei so einem Pizzabringdienst, damit sie mir besser schmeckt. Und was Sie da machen können, also zur Formulierung der Akzeptanzkriterien, ist, Sie überlegen einfach ein Demo-Teil, ne? Also wähle als erstes die Pizza Margherita aus, füge dann noch Salami dazu, füge eine zweite Salami dazu. Füge noch eine dritte Salami dazu und da sollte eine Fehlermeldung kommen und so weiter. Und so können Sie sozusagen die Akzeptanzkriterien und die Details der User Story oder der Anforderungen im Allgemeinen in so einen schrittweisen Testfall verpacken. Dann haben Sie ein schönes Drehbuch für die Demo. Dann kann Ihnen nicht mehr viel passieren und Sie haben weniger den Zufall. Das Feedback aus dem Sprint Review Meeting ist nun ein wesentlicher Faktor für die weitere Planung des Projektes. Sie stellen ja fest, welche Anforderungen Sie passend umgesetzt haben, die vielleicht sogar schon einsetzbar sind. Über anderen Anforderungen haben Sie Ihren Kunden vielleicht falsch verstanden oder sie sind noch unvollständig umgesetzt. An denen müssen Sie weiterarbeiten. Also das heißt, die ganzen Sachen, die Sie erfahren haben, wandern jetzt zurück in den Planungsprozess für die nächste Iteration. Und deswegen machen wir noch als Bestandteil des Sprint Review Meetings eine kurze Besprechung mit allen Anwesenden, wie es weitergeht mit dem Projekt. Das heißt, wir besprechen sowas wie einen Release-Plan. Und darum soll es im nächsten Video nochmal gehen.
So, das war's zum Thema Sprint Review Meeting. Ich hoffe, das Video hat Ihnen jetzt geholfen zum Vorbereiten. Ich sag, Rest steht hoffentlich im Aufgabenblatt drin. Sie können das Meeting mit Kunde machen oder wie gesagt auch ohne Kunde. Wir sind in der Lernphase und müssen uns jetzt nicht immer den schon gleich dem Ernstfall aussetzen. Also danke fürs Zusehen.